Ich bin stolz darauf, dass ich für Kühne-Nagel, ein Unternehmen arbeite, das über eine sehr lange Zeit sehr erfolgreich war und heute noch ist. Um langfristig Erfolg zu haben, muss man eine stabile Wertekultur haben, unternehmerische Prinzipien, die sich an der Tradition orientieren, sich ständig weiterentwickeln und die Zukunft mitgestalten. Im Endeffekt richtig Erfolg darstellen zu können, das können nur unsere Mitarbeiter. Mit hochmotivierten Mitarbeitern, die etwas mehr verbindet als nur die allgemeine Unternehmenskultur. Während meiner Ausbildung war ich ein ambitionierter Schüler und Student, der zwei Dinge gelernt hat. Disziplin im Denken und Motivation durch Faszination. Beide Dinge habe ich mir bis heute erhalten können. In meinem Umfeld habe ich freies Denken und Toleranz erfahren. Ich denke gerne logisch, analytisch, hege aber eine große Skepsis gegen diese allgemeine Datengläubigkeit. Ich bin davon überzeugt, dass Daten uns helfen, Entscheidungen zu treffen, aber erst im Zusammenhang und in den logischen Verbindungen wir die guten Entscheidungen treffen können. Ich arbeite in kleinen Teams. Die meisten meiner Mitarbeitenden kennen einander für eine lange Zeit recht gut. Ich führe sehr informell und direkt mit sehr flachen Hierarchien. Ich bin stolz auf den CFO of the Year Award, weil ich in einem traditionsreichen Unternehmen mit kleinen, dynamischen Teams Spitzenleistungen erbringen kann. Gleichzeitig schaffen wir Raum für neue Ideen und Innovationen. Ich bin die unruhige Kraft der Organisation. Darauf bin ich stolz.